Hallo Welt, da sind wir wieder, hier in der Nähe von Morgantown in einem Keller. Und wir suchen ausnahmsweise mal Vorkriegsgeld, weil wir das gerne verwerten möchten. Ah, da müssen wir Schubladen und so durchsuchen. Ach, hier liegt doch Vorkriegsgeld. Zu wenig. Also ich möchte nicht unbedingt jetzt wieder nach Helvetia, wobei, ja, das ist ziemlich gut. Da bekommen wir Munition, die wir brauchen. Und die bräuchten wir für morgen. Morgen werden die Höhlen freigeschaltet. Ich habe zumindest noch nichts anderes gehört. Ist das ballistische Faserfiberglasrolle? Nein. Nichts los hier oben. Nichts versteckt für uns. Wo finden wir jetzt Vorkriegsgeld? Ich überlege, ob wir das kombinieren können. Mit der Übernahme einer Werkstatt. Welche Werkstatt könnten wir dann übernehmen? Berkeley Springs eigentlich. Titan 34 ist jetzt gerade da. Ja, George Schrottplatz, das wäre noch am einfachsten. Und auch gar nicht so weit weg. Gutshof Spillings wäre wieder gut, weil wir da Material bekommen, also Klingenkorn und so etwas. Ah, da sind ja diesmal schon richtig viele Werkstätten eingenommen irgendwie. Na, reisen wir mal wieder zum Camp und gucken mal, ob wir das hier einnehmen können oder ob Titan 34 sich das da jetzt einnimmt. Berkeley Springs hatten wir noch nie. Aber wir können doch bestimmt hier jetzt ein bisschen was brauen. Ach, die können wir reparieren hier gerade. Gar nichts mit los mit unserem Klingenkorn hier. Was ist los?
Will das nicht so ein bisschen wachsen für uns? Hopfenjäger könnten wir herstellen. Karottenblumen-Nektar bräuchten wir. Wo finden wir das denn? Karotten haben wir hier unten. Ah, Schnappried brauchen wir. Und Wodka? Leuchtendes Harz. Hatten wir auch mal. Könnten wir hier im Sumpfgebiet sogar gut finden, glaube ich. Wir haben gerade 40 Holz daraus geholt. Wo ist das denn? 24 waren das. Ach so. Ja dann. Moment. Erstmal gucken wir auf die Challengers. Da, stelle Alkohol her. Wir haben... Oh... Während du dich in deinem Camp befindest. Okay. 10, dann war das was anderes. Wöchentlich. Stelle verschiedene Sorten Alkohol her. Also Blackwater Brew. Selbstgebrannter Cranberry. Hefe, ja, den haben wir nicht. Oak Collar, Old Possum. Wodka. Fäule brauchen wir. Wo finden wir denn Fäule? Oh, Collar, Distel und eine Aster. Keine ballistische Faser, okay. Naja, gut, dann nehmen wir mal das Camp ein, das da in der Nähe ist. Ah, die Werkstatt meine ich natürlich.
Ballistikbock kann nochmal gären. Bier. Bleichampagner Vintage haben wir irgendwann mal hergestellt. Erhöht die Fallgeschwindigkeit. Ist das Fäule? Würgepflanzenschote. Naja, dann. Vielleicht kann die Siedlung ja sogar noch irgendwie was Gutes für uns tun. Auf jeden Fall haben wir da ein paar Häuser zu durchsuchen. Ich hoffe mit vielen Schubladen und so, damit wir da Vorkriegsgeld auch finden. Ich glaube, die sollten wir mal rausnehmen hier. Und dafür lieber wieder den Scharfschützen reintun. Aber das da sieht mir eher nach Harper's Ferry aus. Jetzt laufen wir falsch. Total falsch. Das ist der richtige Weg hier nach Berkeley Springs. Fäule. Wo bekommen wir denn Fäule her? Aber vor allem, wenn wir sie einmal haben, wie werden wir sie wieder los? Ah, ich glaube, die vermehrt sich nicht bei uns im Inventar. Ach, hier gibt's einen Händler. Hier gibt's doch keinen Händler, oder? Leider nicht. Ja, das wäre jetzt aber schon gut gewesen. Was ist das? Botstop Terminal. Brauchen Sie Hilfe? Nutzen Sie Botstop. Aber die Systeme sind offline. Und diese hier auch? Ja. Na dann.
Ja, voll schade, dass es hier keinen Händler gibt. Sonst hätten wir doch in der Nähe unseres Camps einen Händler. Besser als in Helvetia wäre das sogar. Um Zatten. Das sind nur Versteinerte. Die machen nichts. Was? Weiß ich jetzt nicht. Schaffen wir die mit der Axt? Drei Schläge? Ja, müssen wir jetzt überlegen. Entweder die Rüstung geht kaputt oder die Waffe. So geht's schon mal nicht. Oh, ein Bierhut. Ja, wie war das denn gerade? Da habe ich doch, ach hier, hier war das gerade. Da habe ich doch eine Werkstatt gesehen, wollte ich doch sagen. Oh, Stufe 60 metzeln wir schon ganz gut weg hier mit der Axt. Nicht mehr. Nicht mehr? Wo bist denn du? Hat sich so angehört, als wäre es hier drin gewesen. Anzug mit. Ja, looten können wir später mal. Erstmal gucken, wie wir das überhaupt hier mit der Werkstatt machen. Aha. Na, ah, Chloe? Leslie, da bist du ja. Ich habe ein Wörtchen mit dir zu reden. Du hast mir ganz schön Angst eingejagt. Du darfst nie wieder einfach so davonlaufen. Ich war sehr besorgt und kann mir kaum vorstellen, was deine Eltern denken würden. Da ich nun bestätigen kann, dass du wohlauf bist, darfst du deine zugewiesene Spielzeit haben. Aha. Und wenn ich mich recht entsinne und meine Speicherbänke intakt sind, hast du eine Verabredung zum Spielen. Ich habe den Standort auf deinem Pip-Boy markiert, damit du dich nicht verläufst. Jetzt lauf los und denk daran, sprich unterwegs nicht mit Fremden. Okay. Abgemacht. Aber erstmal ja, wollten... Schätzchen? Erstmal wollten wir doch hier die Werkstatt einnehmen, dachte ich. Moment. Achso, ich dachte, da wäre irgendwer. Was? So weit weg soll ich spielen? Das ist ja in Harper's Ferry. Erstmal nehmen wir hier die Siedlung ein. Dann haben wir das schon mal. Hey.
Berghonig, lecker. Wo denn? Ich guck doch hier überall. Wo ist denn hier einer? Nein. Oh, das ist aber hoch hier. Naja, warum sollte die Werkstatt hier drin stehen? Da gibt es doch überhaupt gar keinen Grund dafür. Oh Mann, das ist ja eine ganz schön große Stadt hier. Nee, ich glaube, das finden wir in dieser Folge nicht mehr. Da müssten wir doch in der nächsten Folge nochmal suchen, nach der Werkstatt. Ja, warum sollte die auch auf dem Dach sein? Ich müsste eigentlich... Nee. Ziemlich offensichtlich irgendwo stehen, meine ich. Und mit so einem Blinkeding dran. So einer Lampe, die da so blinkt oder so. Hey, du bist frei. Der nicht? Der auch. Freiheit. Habt ihr alle kein Vorkriegsgeld für uns?
Krass, ich sehe hier keine Werkstatt gerade. Ist doch total groß hier alles. Ah, vielleicht sollten wir erst spielen gehen. Also, dass die Werkstatt drin ist, glaube ich nicht. Aber manchmal ist sie auch drin. Nur das mit dem Spielen, das wird eine Weile dauern. Da sind ja doch ganz heftige Supermutanten. Nein! Oh, Vorkriegsgeld. Und hier da so ein Sarg mit Leiche drin sogar. Schön eigentlich. War bestimmt mal eine schöne Stadt hier mit so einem kleinen Fluss drin und so. Auf dem Dach wird ja wohl auch keine Werkstatt sein, aber vielleicht sehen wir sie von da oben besser. Na gut, wenn wir jetzt irgendwo eine Werkbank finden, dann müssten wir jetzt eigentlich schon doch genug Vorkriegsgeld haben zum Verwerten für unsere Challenge. Ne, von hier oben sehe ich jetzt auch nichts, aber das ist, glaube ich, ein guter Platz, um sich zu bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.